Ja, Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, nach dem Sneaker-Festhalten-Video gibt es jetzt wieder mal ein normales Unboxing. Übrigens, Formate dieser Art wird es jetzt zukünftig noch öfter geben. Wir ballern da ziemlich viel Zeit, Arbeit und Personal hinein, um die möglichst nicesten Videos zu schaffen. Da wird noch einiges kommen, also bleibt auf alle Fälle gespannt. Auch am Mittwoch wird es ein Video geben, das einige von euch überraschen wird. Aber ich möchte jetzt noch gar nicht so viel sagen. Außer eine Sache, heute der allerletzte Tag, um bei M&M Tabula Rasa zu bestellen. Seid schnell, wer noch was bekommen möchte, today's the last chance. Ja, kurze Info dazu. Jetzt will ich aber gar nicht mehr länger weiter quatschen. Nichts Deutsch. Außer, dass wir mit unserem Unboxing anfangen. Na sicher. Ich habe einiges bestellt. Was heißt einiges? Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5 Sachen. 5 Pieces. Kein fettes Unboxing. Aber es sind ein paar nice Vintage Pieces dabei. Und ich glaube, mein Shirt, das ich anhabe, gibt schon so eine Richtung vor, wo es heute hingehen könnte. Zwei Dinge habe ich schon angeboxt und habe ich auch schon getragen. Deswegen der kurze Verweis. Schaut auf Instagram vorbei. Denn da habe ich auch schon ein paar Outfits kombiniert. Wie zum Beispiel eine Prada-Brille, die wir heute auch auspacken werden. Ich würde aber einfach mal sagen, wir beginnen mit einer Ed Hardy Jeans. Das war die Prada-Brille. Eine Ed Hardy Jeans, die habe ich auch schon auf einem Instagram-Foto getragen. Die ist sehr, sehr auffällig, aber ich liebe Ed Hardy Jeans. Ich habe jetzt schon die zweite Jeans bei Second Wave Vintage bestellt. UK, wir hatten da auch schon mal einen Shopping-Stream, by the way. Dort habe ich die bestellt und ich habe keine andere Jeans, die so nice fittet wie diese Ed Hardy Jeans. Ich werde jetzt nicht extra noch anziehen, weil es damit eigentlich schon... Ah, ich ziehe es trotzdem an, egal, komm. Vorne ist so ein Stick, wie wir sehen. Dann haben wir hinten nochmal das Ed Hardy-Emblem. Die ist so etwas distressed, aber nur ganz, ganz wenig. Wir haben vorne eine Waschung in einem dünkleren Blau. Der Stoff ist sehr, sehr angenehm. Aber jetzt wird es auffällig. Wir haben hinten nicht nur, so wie bei meiner anderen Ed Hardy Jeans, dieses Ed Hardy Printing etwas weiter nach oben gesetzt, sondern zusätzlich dann auch noch so einen Stick. Und der ist extrem hochwertig gemacht. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Die haben das zuerst vernäht, dann drüber geprintet und dann nochmal drüber gestickt und das ist wirklich gut gelungen. Rechtfertigt meiner Meinung nach den Preis, der gar nicht so hoch ist. Ich habe 157 Euro oder sollen es 170 Euro sein, weil UK, die haben ja andere Währung. Ein bisschen teurer und Zoll, glaube ich auch noch. Keine Ahnung mehr. Aber die ist richtig nice. Designed in LA, made in PRC. PCR, oder? Egal, komm. Das ist die Jeans. Ich bin sehr zufrieden. Ich ziehe die mal ganz kurz für euch an. Laufsteg. Sitzt richtig nice vorne. Ich habe die in einer Size 34 bestellt und die sitzt einfach perfekt. Ich bin 1,81 groß, habe aktuell Nummer 81 Kilo. Ja, Sport und Ernährung macht sich bezahlt. Und dann poste ich wieder auf Insta irgendeine Pizza. Ja, egal, komm. Das ist die Hose. Kommt richtig cool, wie ich finde. Ich bin sehr zufrieden damit. Nicht nur wegen dem Fit, sondern auch wegen dem Feeling und dem extravaganten Look. So, gehen wir zur nächsten Hose, die ich bestellt habe. Eine Baggy Pants von Represent. Damit haben wir ja schon mal so gute Erfahrungen gemacht. Aber ich habe mir diese Carpenter Pants geholt von Represent, mit der ich sehr zufrieden bin. Auch für die habe ich 155 Euro bezahlt. Ich wollte die eigentlich in einem viel helleren Colorway, die ist aber dann einfach so angekommen. Die hat vorne so ein Double Knee, wie ihr es hier seht, so ein bisschen auf Card Walkwear Jeans angelehnt. Dann auf der Seite noch sowas, das kennt man ja auch. Und dann gibt es halt noch ein paar Details, wie da vorne beim Schritt haben wir halt nochmal so ein Represent Tag und dann da hinten ist nochmal unnötigerweise noch ein Represent Tag. Also sehr viele Spielereien, die nicht unbedingt notwendig sind. Was mir nicht so gefällt an der Hose ist, dass die unten sehr, sehr straight ist. Also jetzt wirklich am Hosenabschluss. Deswegen habe ich die auch hier unten nochmal aufgetrennt. Es gibt ein Foto, das ist mein aktuellstes Foto auf Instagram. Da würde ich euch verweisen, da nochmal nachzusehen. Dann seht ihr auch, wie das Ganze dann stackt, weil ich will jetzt nicht extra nochmal Schuhe anziehen. Deswegen schaut einfach auf Instagram vorbei und lasst ein Follow da, wenn ihr noch nicht habt. Ehrenloserweise. Okay, Freunde, das ist diese Carpenter Pants. Die hat, wie gesagt, 155 Euro gekostet von Represent. Ist sehr, sehr nice. Aufpassen wegen der Größe. Ich habe da 34 bestellt, so wie die Ed Hardy Jeans auch. Keine Ahnung, warum ich auf einmal 34 habe. Früher hatte ich 32. Ich bin einfach fett geworden. Keine Ahnung. Aber die schneiden oft mal weird. Und wenn du dann zurückschicken willst, dann zahlst du 17 Euro. Oder wie viel Euro zahlt man am Versand, Markus? Viel zu viel.
Wenn der Markus das sagt, dann wird es schon stimmen. Okay, gut. Schieb mal was dazwischen ein. Machen wir die Prada-Brille dazwischen. Okay, ich habe bei Zalando bestellt. Ich habe die schon aufgehabt. Ja? Auch auf dem letzten Foto werdet ihr dann eh sehen. Von Prada bestellt bei Zalando. Die hätte eigentlich 180 oder so gekostet. Aber bei Zalando gibt es, glaube ich, auch immer noch ein Angebot. Und ich habe einfach für 143 Euro einen absoluten Stil gemacht. Das ist so eine Radlerbrille, also fast schon fahrradmäßige Brille. Erinnert mich auch so ein bisschen an Snowboardbrillen oder Skibrillen. Extrem nice, weil ich wollte unbedingt so eine Oakley haben, am liebsten die in Kooperation mit Vetements, aber vergiss, 3000 Euro, wenn die weg ist, ist weg. So wie mit der Rolex, nicht so nice. Aber okay, das ist die Prada Brille, natürlich wieder in einem nicen Packaging. In dem Packaging hast du dann nochmal dieses Ding hier, so. Also so richtig in dieser Radler-Look-Optik halt. Aber sehr schön mit diesem Linea Rossa und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Linea Rossa ist, aber mit diesem Streifen halt vorne vom Prada. Und wenn du die aufmachst, dann hast du eben die Brille drin. Das ist die. Das heißt, du hast so richtig eine Radler-Optik. Die ist nicht nur sehr, sehr dünn, sondern auch extrem leicht. Das heißt, wenn du die aufsetzt, dann merkst du fast gar nicht, dass du etwas aufgesetzt hast. So. Muss man mögen. Ist natürlich Geschmackssache, aber mir gefällt es gut, weil es einfach auch angenehm sitzt und weil ich diesen sportlichen Look sehr, sehr gerne mag. Die Shades selber sind von dunkelgrau verlaufend zu Durst, also zu keiner Farbe. Und das passt auch, weil ihr kennt das safe, wenn es nicht ganz so dunkel ist und ihr setzt eine Brille auf und kommt sich vor, als wäre es in der Dunkelkammer. Also man sieht gar nichts mehr. Das ist bei der nicht der Fall. Könnt es theoretisch auch im Foga flexen. Also werde ich vermutlich auch heute noch machen. Okay, das ist die Brille. Preis habe ich gesagt. Sehr zufrieden, kann ich nur empfehlen. Zalando vorbeischauen. Keine Kooperation. Stell dir vor, imagine, Zalando-Kooperation. Wobei nicht, die haben jetzt eh coole Sachen. Zalando, schreibt es mich an. Ich will jetzt eh Geld haben. Ich will jetzt auch Geld verdienen mit meinen Videos. So, das ist die Brille. Schauen wir zum nächsten Paket. Ich habe mir zwei Pakete bestellt von zwei sehr, sehr netten Marken. Oder von einer sehr, sehr netten Marke. Von einer wirklich extrem nicen Instagram-Seite, die krasse Vintage Pieces haben. Ich habe die auch gefragt, ob die kooperieren wollen. Die geben aber aktuell kein Geld aus für Kooperationen. Dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, kriegen die halt die Gratis-Werbung. Aber dafür wisst ihr, wo ihr coole Sachen herbekommt. Das ist der Holy Grail. Und der Holy Grail ist auch wirklich so ein Insider-Tipp, weil die haben zu krasse Sachen. Und wenn, die haben immer nur so ein Piece im Stock. Und ich weiß ganz genau, dass ich mich jetzt zukünftig krank, den habe ich bestellt. Ich weiß jetzt ganz genau, dass ich mich zukünftig mit euch streiten werde, wenn ich ein nices Piece sehe, weil wenn du dort ein cooles Piece siehst, dann weißt du, dass du das auch in 10 Minuten noch bekommst. So. Und das könnte sich vielleicht ändern. Aber krank, was ich da bestellt habe, Freunde. Es kommt gleich mal zum Vorschein. Ein beiger Sweater oder Hoodie. Krank. Auch richtig nicer Stoff. Und wie man es hier schon lesen kann, der ist von Everrex. Allerdings auch in so, oh, das ist ein Stick. Ist jetzt nicht ganz Ton in Ton, aber sehr schlicht und zurückhaltend. Erinnert mich so ein bisschen an meinen Amiri-Sweater. Den da. Gestern in der Nacht habe ich noch geträumt, dass der weg ist, aber ist eh noch da. Also sowas in der Art bisschen, auch in diesem College-Look-Vibe. Kranke Farbe, kranker Colorway. Auf jeden Fall viel zu fett für den Winter jetzt. Ah, Sommer, man kennt. Hat innen, sehe ich gerade dieses flausche Vlies, was ich jetzt eigentlich nicht so mag, aber für den Winter kann man den schon mal bringen. Ist, glaube ich, Größe L. Ich werde den trotzdem mal kurz anziehen. Fuck, Alter, ich werde instant schwitzen. Gesäch. Na, sag nicht, der ist klein, oder was? Na. Braucht wer ein Everrex Pullover? Scheiße. Na ja, ich könnte es auf Justin-mäßig tragen, damit ich die Uhr besser flexen kann. Na, erst. Scheiße, was habe ich denn da für Größe bestellt? Ja, das halt. Das ist halt hart. Na, das ist zu klein. Das ist zu klein. Da kannst du nicht einmal mehr sagen, das ist noch an der Grenze. Das ist einfach zu klein, fertig. Scheiße. Ja, schade. Der hätte nämlich auch gut zu dieser Represent-Hose gepasst. So braun, zu creme. Wäre eine Farbfamilie gewesen. Ja, wer den haben will, 150, 160, 180 und passt schon. Schreibt es auf Instagram. Okay, ich hoffe, dass das zweite Paket kein Fail wird. Habe ich nämlich auch von der Holy Grail bestellt. Aber was? Ich habe keinen Plan mehr. Ich hoffe... Schreibt es in die Kommentare, was ist das? Cool. Ich glaube, ich habe 200 Euro dafür bezahlt. Krank. Ich hoffe, das ist dieser Zipper. Wisst ihr, wie lange ich mir den schon gewünscht habe? Und wisst ihr, wie lange dieses Paket schon da liegt? Weil ich auf das Unboxing gewartet habe. Die im Stream werden sich aufregen. Ehrenlos, dass du es nicht im Stream gemacht hast. Sorry, ich habe für Sonntag ein Video gebraucht. Ah, Freitag. Egal, schaut im Stream vorbei, sowas machen wir eh öfter.
So, Freunde, ich glaube, das ist der Backrank. Oha, das ist der Zip-Hoodie. Vorne nochmal mit dem ähnlichen Ding. Und nochmal Don et Hardy. Und wenn der nicht passt, dann nehme ich mir das Leben. Wenn der jetzt nicht passt, wisst ihr, wie lange ich gesucht habe, bis ich sowas gefunden habe? Oh, der riecht so richtig alt. So richtig wie damals beim Bundesheer. Wie damals beim Bundesheer, wenn wir die Klamotten von 1977 ausgefasst haben. Genauso riecht er. Okay. Oh, der sitzt. Der sitzt. Das merke ich sofort. Der ist nice. Ja, jetzt mit Ed Hardy Shirt ist ein bisschen Ed Hardy Overload. Aber vom Fitting her geht der vollkommen krank. Einfach Ed Hardy Shirt, Ed Hardy Weste und Ed Hardy Jeans. Kann man machen, oder? Man kann es auch mal komplett übertreiben. Nice. Aber ich merke, die Ärmel, der wurde safe schon. Der ist entweder 20 Jahre gelegen oder oft getragen. Weil die Ärmel, seht ihr das? Die sind schon, da ist dieser Gummi einfach schon ausgeleiert, weil der schon uralt ist. So ein richtiges Vintage-Ding einfach. Stoff ist aber voll okay. Mich ekelt es nur ein bisschen davor. Ich will das jetzt noch nicht so über den Kopf ziehen, weil der stinkt echt ein bisschen. Der muss gewaschen werden. Aber ja, das sind die, ja, für die habe ich bezahlt, habe ich schon gesagt, 200 Euro. Der Holy Grail kann man vorbeischauen, Zalando, da gibt es die Brille, Represent hatten wir dabei und Dings, Second Wave Vintage, das habe ich euch schon mal, das habe ich euch schon mal gezeigt. Das sind meine Pickups, Freunde, wenn sie euch gut gefallen haben oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Deutsch heute, schreibt es in die Kommentare und lasst mir auf jeden Fall ein Like da für die unfassbar viele Arbeit, die ich ausnahmsweise mal in ein Video gesteckt habe. Nicht, oder? Das war endlich mal ein chilliges Video. Entspannt, einfach kurz vor die Kamera setzen, euch zeigen, was ich gekauft habe. Das ist Mode-YouTube heutzutage. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, nicht vergessen, Tabula Rasa, bis heute, letzter Tag, letzte Gelegenheit. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann beim nächsten Video am Mittwoch wieder. Und ihr werdet ordentlich schauen, Freunde, ihr werdet ordentlich schauen. Das war's von mir, euer Maximilian.